Hallo und willkommen bei diesem neuen Lichtinformer-Video. Mein Name ist Miguel, ich bin Fotograf in Hamburg, spezialisiert auf die Bereiche Fashion und Beauty. Das Thema dieses Videos ist ein Review über ein Objektiv, und zwar das Tamron 2470, ich verkürze es mal, VR-USD. Der Originalname ist verdammt lang, aber das sind die wichtigen Features. Blende 2,8, und zwar habe ich es getestet für Canon und auch verglichen mit den Canon-Alternativen. Dieses Review war lange überfällig. Ich habe das Objektiv schon vor einer halben Ewigkeit getestet, und zwar sehr intensiv und sehr ausführlich, so wie das viele von mir gewohnt sind. Ich habe Schärfetests gemacht, ich habe Praxistests gemacht und so weiter und so fort. Und ich hatte den Vergleich zwischen diesem Tamron für die Canon und dem Canon 2470-2.8 in der alten und in der neuen Variante. Bevor wir zu dem Vergleichstest kommen, muss ich noch ein Wort dazu verlieren, warum ich heute genau dieses T-Shirt trage. Das ist das T-Shirt zur langen Nacht der Fotoworkshops in Hamburg, die am kommenden Wochenende, am 11.07.2015 wieder stattfindet, wo ich selbst auch drei Workshops anbiete und wo ich mich freuen würde, euch da zu treffen. Das ist es also, das Tamron 2470-2.8 VR USD, HDI und so weiter. Es hat eine Blendenöffnung von 2,8. Eine maximale erreicht also eine ganz gute Unschärfe, gerade an einer Vollformatkamera. An einer Vollformatkamera habe ich das Ganze auch getestet und da auch verglichen mit den Canon-Alternativen alt sowie neu. Dieses Review ist nun wahrlich nicht neu, dass ich das Objektiv getestet habe, ist schon eine verdammt lange Zeit her, und ich hatte damals auch ein ausführliches Review versprochen, dann aber erstmal nur ein Kurzreview in Textform geliefert. Das lag daran, dass die Ergebnisse dieser Tests doch einige Zweifel aufkommen ließen an der Sinnhaftigkeit, wie ich dieses Review gemacht habe, beziehungsweise an den Ergebnissen, die dabei rauskamen. Aber ich will nicht zu viel verraten. Im Laufe dieser Geschichte, dieses Videos, werdet ihr noch genau erfahren, wo die Gründe lagen. Fangen wir also direkt an. Erster Punkt auf der Testliste ist die Haptik. Was lässt sich zur Haptik dieses Objektivs sagen? Es fühlt sich sehr wertig an, deutlich wertiger, als ich das erwartet hatte, als ich es das erste Mal in die Hand nahm. Ich mag den Look dieser Tamron-Objektive nicht so sehr. Es ist, er ist okay, er ist nicht schlecht. Ich mag aber den Look zum Beispiel der Canon-Objektive oder auch der Nikon-Objektive noch ein bisschen mehr. Dennoch fühlt es sich sehr, sehr hochwertig und sehr robust an. Sicherlich auch durch die Größe und das Gewicht. Das neue Canon 2470 kann ich jetzt nicht in die Kamera halten, kann aber meinen Eindruck schildern. Auch das ist sehr hochwertig verarbeitet. Es ähnelt da dem Tamron. Es kann also nicht mit dem alten Tank-Eindruck des alten Objektivs mithalten. Da es aber auch aus Plastik komplett gefertigt ist, war das auch nicht zu erwarten. Trotzdem fühlt sich das Plastik deutlich hochwertiger an, als man denken möge, und auch hochwertiger, als ich zum Beispiel vom neuen Canon 100 mm Makro mit Bildstabilisator gewohnt bin. Wenn wir schon beim alten Canon 2470 sind, will ich auch hier über die Haptik reden. Das fässt sich natürlich auch sehr robust an, ist ordentlich schwer. Es ist größtenteils aus Metall gefertigt, das merkt, das sieht und das fühlt man auch. Und es ist eben nicht umsonst das Objektiv, das den Namen Tank, also Panzer, trägt. Dennoch hat sich über die Jahre gezeigt, dass es, was das Innere angeht und die Optik, doch recht empfindlich ist und man vorsichtig damit sein muss und der Tank-Eindruck so ein bisschen täuscht, auch wenn es von außen sehr, sehr robust aussieht. Alles in allem ist die Haptik bei allen drei Objektiven auf sehr hohem Niveau. Rein haptisch würde ich das alte Canon ganz vorne hinsetzen, obwohl dieser Haptik-Eindruck sich über die Jahre nicht unbedingt bestätigt hat, was die gesamte Linse angeht. Tamron und Canon sind ungefähr gleich auf. Das Canon liegt für mich vielleicht sogar einen Tick vorne, was anfangs nicht ganz das war, was ich erwartet hatte, als ich gehört habe, dass es komplett aus Plastik gefertigt ist. Dennoch, das Tamron sicherlich nicht der Verlierer in dieser Runde, sondern auch
da ein sehr, sehr hochwertiger Eindruck. Das, was es für mich so ein bisschen trübt, ist die reine Optik, die für mich persönlich, und das ist ein ganz persönlicher Eindruck, nicht ganz so hochwertig wirkt wie bei den beiden Canon-Varianten. Kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt auf der Liste, und das ist die Bedienung. Warum ich das überhaupt zum Punkt gemacht habe, sehen wir gleich. Wir haben hier das Canon, das ist die alte Variante, und die neue Variante, dazu sage ich was, und hier haben wir das Tamron. Ich nehme mal die Gegenlichtblende ab, an der wir übrigens schon sehen können, wie die Gegenlichtblende auch einen Unterschied macht. Macht dieses Objektiv hier sehr, sehr viel größer. Was wir hier sehen, wenn ich jetzt am Canon-Objektiv drehe und wir hier auch die Brennweite beobachten, ist, dass das Objektiv weiter ausfährt, umso kleiner die Brennweite wird, also umso weitwinkliger das Ganze wird. Das ist ein Konzept, das sehr umstritten war bei und von Canon und das man mit dem neuen Objektiv geändert hat. Beim neuen Objektiv ist es also so, wenn ich Richtung Telezoome, dann fährt das Objektiv nach draußen. Für die Gegenlichtblende war das übrigens gar nicht so schlecht, dass es in diese Richtung ging, denn bei Weitwinkel braucht man weniger Gegenlichtblende als bei Tele und das ist ja bei dieser feststehenden Gegenlichtblende hier gegeben. Das neue Objektiv also hat eine deutlich kürzere Objektivblende und halt die gewohnte Zoom-Mechanik und den gewohnten Zoom-Mechanismus, wo das Objektiv nach draußen fährt. Alle drei Objektive bewegen sich überhaupt nicht, wenn ich den Fokusring drehe und auch die Frontlinse bewegt sich gar nicht, was man am Objektivdeckel jetzt sehen kann. Auch die Ringe sind gut zu bedienen, sind nicht so leichtgängig. Der Zoomring geht angenehm schwer, aber nicht zu schwer. Ähnliches gilt für den Scharfstellring, der sehr angenehm und weich zu führen ist, ohne dass der Einstellweg zu groß oder zu kurz wäre. Eine Besonderheit gibt es beim Tamron, beziehungsweise zwei Besonderheiten für Canon-Fotografen. Zum einen ist es dieser Schalter an der Seite. Diese Besonderheit gilt natürlich für alle Kameramarken. Hier haben wir dieses Bedienpanel AF/MF, also Umschaltung des Autofokus. Und hier kann ich den Bildstabilisator ein- und ausschalten. Hier vorne gibt es nochmal einen Lockschalter, mit dem ich die Zoom-Mechanik feststellen kann. Gibt es beim Canon übrigens, beim neuen Canon übrigens genauso, beim alten nicht. Warum ist das eine Besonderheit, die ich erwähne? Weil diese Schalter hier ziemlich nah an der Kamera sind und ziemlich ungünstig platziert, genau über dem Auslöseknopf des Objektivs. Bei manchen Kameras kann es mit dieser Objektivkombination hier ein bisschen problematisch werden, dass man hier ganz schlecht an den Button rankommt. Aber es ist so gearbeitet, dass es in den meisten Fällen trotzdem gehen müsste. Probiert es am besten vorher mit eurer Kamera mal aus. Besonders an dem Tamron ist jetzt noch, dass der Zoomring hier vorn liegt und der Autofokusring hinten, wenn ich das hier als vorne bezeichne. Warum ist das besonders? Weil das beim Canon natürlich nicht so ist, sowohl beim alten als auch beim neuen. An sich sollte das kein Problem sein. Ich habe mir da vorher auch keine Gedanken drüber gemacht und es hat mich nicht gestört. Jetzt gibt es aber einen Fall, wo das sehr, sehr nervig ist und den zeige ich euch jetzt. Das ist da dieser angesprochene ganz besondere Sonderfall, an dem das Tamron-Objektiv mit seiner Bauart ein bisschen daneben liegt. Wenn wir die Kamera an einem Ringblitz verwenden, ich gebe zu, das ist eine ziemlich spezielle Anwendung, die meisten werden das eher selten bis gar nicht verwenden, aber es ist wichtig zu wissen. Dann haben wir das Problem, dass ich hier vorne kaum noch an den Zoomring rankomme, um mir eben den Zoom noch zu verändern. Ich habe das jetzt hier schon so installiert, dass es gerade noch geht. Das Objektiv liegt jetzt aber schon ziemlich weit hinten, was mir bei 24 mm durchaus schon eine Abschattung bedeuten kann, beziehungsweise ich habe dann den Ringblitz mit dem Bild. Will ich also eine Weitwinkelaufnahme mit diesem Objektiv und diesem Ringblitz machen, muss ich das Ganze hier weiter nach vorne schieben. Das ist natürlich machbar, komme dann aber so gut wie gar nicht mehr an den Zoomring ran, muss also den Ringblitz jedes Mal verschieben, wenn ich hier zoomen will. Ziemlich nervige Sache.
Okay, jetzt mal Butter bei die Fische. Wie ist sie denn nur? Die Bildqualität. Das interessiert euch natürlich am meisten. Das ist der Grund, warum wir uns ein Objektiv kaufen. Wir wollen scharfe, schöne, gute Bilder haben. Wie schlagen sich da die drei Objektive? Es sind Standardbrennweiten, Standardzooms für Profis oder ambitionierte Amateure. Insofern sind die alle nicht günstig und wir erwarten davon eine Top-Bildqualität. Da wird man bei allen dreien nicht wirklich total enttäuscht. Allerdings muss man sagen, das ältere Canon war nie so ganz das, was für mich in diesem Preisbereich hätte sein müssen. Es war immer eher ein bisschen weich, hatte Probleme mit CAs, also chromatischen Aberrationen und ähnlichem. Wie haben sich die anderen beiden Objektive nun dagegen geschlagen, also das neuere Canon und das Tamron? Und da sind wir genau bei dem Punkt, warum dieses Review erst jetzt erscheint und warum es so lange gedauert hat, bis ich mich dazu durchringen konnte, es zu machen. Ich habe Tests gemacht. Ich habe Bildqualität-Tests gemacht, so wie ich sie immer mache, mit nicht wissenschaftlichen Methoden, ohne Messcharts, aber doch in kontrollierter Umgebung auf dem Stativ mit Spiegelvorauslösung, mit verschiedenen Blenden, mehrere Aufnahmen pro Blende, an derselben Kamera, mit allen Objektiven, in verschiedenen Brennweiten, mit einem Target, das gestaffelt war, damit man also auch sehen konnte, ob der Fokuspunkt saß und wo ich dann Details verglichen habe und Blindtests gemacht habe, das heißt die Bilder, ohne zu wissen, aus welcher Kamera, mit welchem Objektiv sie gemacht wurden, meine ich, verglichen habe. Und es stellte sich heraus, es ist verdammt schwer, das zu erkennen. Es stellte sich heraus, dass der Autofokus eine viel größere Auswirkung hat und wie gut er trifft, als alle diese anderen Faktoren, die ich genannt habe. Sowohl mein altes Canon als auch das Tamron sind in der Werkstatt kalibriert worden auf meine Kamera. Das heißt, da sollte es eigentlich keine Probleme geben und tatsächlich gab es die in der Praxis auch nicht. Da saß der Autofokus genau. Mit dem neuen Canon war das leider ohne großen Aufwand nicht machbar. Deswegen war das nicht vom Werk justiert extra. Und das zeigte sich auch in den Ergebnissen ein klein wenig. Man hat ein minimalen Fehlfokus, der war wirklich sehr gering, aber das reichte aus, um die Ergebnisse zu verfälschen und ich habe es auch nicht hinbekommen, weil mir dafür die Messfähigkeiten fehlen und es auch nicht konsistent genug war, das in der Kamera nachzukorrigieren. Und das Ergebnis war, dass das Tamron und das Canon irrsinnig nah beieinander liegen. Gerade deswegen spielt es auch so eine große Rolle, wie gut der Autofokus trifft. Zwischen dem Tamron und dem Canon gab es in der Detailauflösung sowohl an den Rändern als auch in der Mitte nur sehr, sehr wenig Unterschiede und das auch bei verschiedenen Blenden. Also sie waren wirklich sehr, sehr eng beieinander. Ich würde einen leichten, wirklich sehr leichten Vorteil dem Canon zugestehen. Allerdings ist das nicht hundertprozentig genau zu sagen, weil eben diese Schärfeebene nicht 100% auf demselben Punkt lag. Und wir reden hier wirklich von weniger als Millimetern. Insofern ist es wirklich irrsinnig schwer heutzutage die Qualität von Objektiven zu beurteilen und dann ein faires Urteil zu treffen, weil es, glaube ich, eine viel größere Rolle spielt, wie gut die Objektive kalibriert sind, wie gut der AF eingestellt ist, wie gut er mit eurer Kamera funktioniert und eben diese Kombination hinhaut. Insofern ist es ganz schwer, ein Urteil zu sprechen und zu sagen, kauft das Tamron, denn es ist schärfer. Das gilt so grundsätzlich nicht, denn es kommt darauf an, wie gut der Autofokus funktioniert. Das spielt die entscheidende Rolle und bei gerade bei Offenblende und bei Vollformat und so weiter ist manueller Fokus da auch kaum eine Alternative, weil es wirklich um Millimeter geht. Insofern, das Fazit für die Schärfe ist, Tamron und das neue Canon hervorragend. Das alte Canon fällt deutlich ab, ist aber immer noch eine brauchbare Linse. Ganz deutlich gesehen hat man sowohl allerdings auch beim Canon wie auch beim Tamron eine Vignettierung bei Offenblende, gerade im Weitwinkel. Aber auch im Tele noch. Die fällt bei Tamron tatsächlich nochmal eine Spur schlechter aus. Ist für mich aber jetzt nicht so das Problem. Ich benutze das sogar ganz gerne bei People-Aufnahmen, um einen kleinen Rahmen, um das Bild zu haben. Außerdem lässt sich es ganz gut und relativ verlustfrei in der Bildbearbeitung im RAW-Converter entfernen. Verzeichnung ist ebenfalls bei den Objektiven ein Thema, natürlich gerade bei Weitwinkel. Beide verzeichnen schon einigermaßen deutlich, aber nicht überdeutlich, wie man das erwarten kann. Und auch das alte Canon ist da nicht verzeichnungsfrei, sondern liegt etwa im selben Feld. Auch hier würde ich sagen, das Tamron vielleicht ein Hauch schlechter, also ein bisschen ein Hauch mehr Verzeichnung, aber nichts, was einen wesentlichen Ausschlag geben würde.
Der Autofokus spielt also eine große Rolle, was die Schärfe und die Bildqualität angeht, aber wie sieht es denn mit der Geschwindigkeit aus? Alle drei Objektive haben einen Ultraschallmotor, sollten also eigentlich alle sehr schnell und zuverlässig und leise sein. Wie sieht es damit in der Praxis aus? Und da schneiden sowohl das alte Canon wie auch das nicht hier stehende neue Canon sehr gut ab. Wie schlägt sich jetzt das eigentliche Testobjekt, das Tamron 2470 2.8 VR, USD, wie auch immer. Schlägt sich sehr, sehr gut. In meinen Tests, ich habe es draußen getestet mit ziemlich schlechten Lichtbedingungen und einem Modell, das auf mich zugelaufen kam, mit Nachführautofokus, alle drei Objektive. Und da zeigte sich, dass das Tamron etwa auf selben Niveau liegt. Also es ist nicht wirklich schlechter. Gefühlt war es ein Hauch langsamer. Aber das ist rein subjektiv. Ich kann es nicht wirklich beweisen. Die Bildausbeute war ähnlich hoch. Ich kann also nicht bestätigen, dass es wirklich langsam ist. Es fühlte sich ein Hauch langsam an, aber nur im direkten Vergleich. Und vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet. Also einen wirklich merkbaren Nachteil hat man mit dem Tamron bei der Geschwindigkeit des Autofokus und natürlich auch bei der Geräuschkulisse absolut nicht. Sie sind alle beinahe lautlos. Und alle annähernd gleich schnell und es ist schon sehr, sehr schnell. Das Tamron, wie gesagt, gefühlt ein Hauch langsamer, aber nichts wirklich in der Praxis entscheidend Relevantes. Einen großen Vorteil aber hat das Tamron gegenüber den beiden Varianten von Canon und eigentlich auch jedem anderen Objektiv in dieser Klasse. Es gibt jetzt ganz neu eine Vorstellung von Tokina, aber auch da ist das Tamron im großen Vorteil, denn es hat diesen Bildstabilisator. Und den finde ich schon ziemlich wertvoll. Der ist auch recht effektiv, arbeitet extrem leise. Ist also kein lautes Klacken zu hören, wie ich das zum Beispiel von meinem 70204 IS noch kenne, sondern er ist sehr, sehr leise und arbeitet ziemlich effektiv. Und das ist zum Beispiel ein Riesenvorteil, wenn man Videos aufnimmt und die Kamera nicht immer auf dem Stativ steht, wenn man also durch die Gegend läuft oder etwas dynamischere Aufnahmen haben will und damit die Kamera bewegt, ist der Bildstabilisator gerade für Video eine Riesenhilfe, die man einfach bei keinem anderen Objektiv in dieser Klasse bekommt. Damit will ich auch zum Ende und zu meinem Fazit kommen. Was ist jetzt das richtige Objektiv? Das alte Canon, das neue Canon oder aber das Tamron 2470? Das kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie eure Geldbörse beschieden ist. Und das kommt drauf an, was ihr von eurem Objektiv erwartet. Das alte Canon, wenn es unbedingt professionell aussehen muss, die Bildqualität gut, aber nicht überragend sein muss und man ein günstiges Exemplar im Gebrauchthandel erwischt. Das neue Canon, wenn Bildqualität das alleroberste Gut ist, es da keinerlei, auch nur winzige Abstriche geben darf, wenn man professionell wirken möchte und eine Menge Cash locker sitzen hat. Für die allermeisten Fotografen, die mit einem normalen bis immer noch großen Budget, denn bis zu 1000 Euro ist auch nicht wenig Geld. Und für Leute, die ein tolles 2470 suchen, das flexibel einsetzbar ist, eine sehr gute Bildqualität hat, sehr robust ist und dazu noch einen sehr flexiblen und praktischen Bildstabilisator mitbringt, oder für Leute, die es dringend zum Filmen brauchen, ist das Tamron eigentlich die beste und vielleicht sogar die einzige Wahl. Ich hoffe, das war für euch ein interessanter Bericht. Stellt mir Fragen, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare im Blog oder bei YouTube. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Nicht immer sage ich das in den Blogbeiträgen sofort an, wenn es neue Videos gibt. Und ich hoffe, ihr seht mich demnächst wieder und ich hoffe, ich sehe euch vielleicht auch mal irgendwo live, zum Beispiel auf einem Workshop oder auf der langen Nacht der Fotoworkshops. Bis dann. Alle meine Erfahrungen sind aus der Praxis und
Und da schneiden sowohl das alte Canon wie auch das nicht hier stehende neue Canon sehr gut ab.